hier ist eine Gummipflanzung. Der nach dem letzten Schnitt über Tag eingetrocknete Gummisaft, Kreppgummi genannt, wird von der Schnittstelle entfernt. Die Rinde der Gummibäume, die täglich viele Jahre lang gezapft werden können, wird am frühen Morgen leicht angeschnitten. Die dann hervorquellende Milch in kleinen Bechern aufgefangen und in Eimern gesammelt. Die Arbeiterkolonnen bringen ihre Ausbeute, die Latex genannte Milch und den Kreppgummi, zu den Sammelstellen der Gummipflanzung. Durch feine Filter wird die Milch in Sammelkannen und durch einen zweiten Filter in Bottiche gegossen. Der Wassergehalt der Milch wird festgestellt. Und Wasser bis zu einem bestimmten Verhältnis hinzugegossen. In dieser Mischung wird Ameisensäure, welche eine schnelle Verdickung der Milch erzeugt, zugesetzt. Aluminiumbleche unterteilen die sich verdickende Masse zu sogenannten Fellen. In den großen Aufbereitungsanlagen werden die nun entstandenen Gummifelle durch immer enger gestellte Walzen gedreht, um das Wasser weitmöglichst herauszupressen. Wie Handtücher werden die Felle gewaschen. Und in besonderen Trockenhäusern bei einer bestimmten Temperatur getrocknet. Die fertigen Rohgummifelle werden sorgfältig verpackt und nach Deutschland zur Weiterverarbeitung gesandt. Mit Hilfe primitiver, aus Dast selbst hergestellter Knottergurte ersteigen die schwarzen Arbeiter die Ölpalmen, um die in den Palmen wachsenden, schweren Ölfruchtbündel herauszuschlagen. Deutschland braucht jährlich viele tausend Tonnen Palmöl und nur einen kleinen Teil davon liefert Kamerun. Das oft bis 50 Kilogramm schwere stachelige Bündel besteht aus tausenden kleinen roten Ölfrüchten. Die Feldbahnen sammeln die Palmölfrüchte aus allen Teilen der ausgedehnten Pflanzung und bringen sie in die großen Aufbereitungsanlagen. Die Ölfabriken gehören mit zu den größten und modernsten der Welt und sind ebenfalls vom Bau bis zur letzten der komplizierten Maschinen deutsche Arbeit. Von weiter entfernten, am Meer und an den Flüssen liegenden Pflanzungen werden die Früchte mit leichter zur Ölfabrik. Großen Bündel werden zerkleinert. Paternosteraufzüge bringen die Fruchtbündel in Aufdämpfungskessel. Schleudermaschinen befreien die Ölfrüchte dann aus der stacheligen Hülle. Auf Laufbändern gleiten die Ölfrüchte zur Ölpresse. Hier läuft das Öl aus der Presse.
die sich ergebenden Rückstände, Ölkuchen, sind wertvolles Heizmaterial. Das Palmöl wird in Fässern versandt. Die ebenfalls noch sehr ölhaltigen festen Kerne werden durch Reinigungsmaschinen gejagt. Die Kerne werden dann in Deutschland nochmals weiter ausgepresst. Allwöchentlich einmal ist Verpflegungsausgabe für die insgesamt ca. 14.000 schwarzen Arbeiter auf den deutschen Pflanzungen. Was Sie hier sehen, sind keine Bananen. Diese Früchte nennt man Planten. Es ist eine mehlhaltige, nahrhafte Frucht. Brot und Kartoffel zugleich für den Eingeborenen. Außer Planten oder anderen Feldfrüchten bekommen die Arbeiter auch noch sehr hölzern aussehende, aber desto beliebtere Stockfische. Salz, Reis, und das äußerst begehrte Palmöl. Jeden Monat einmal ruft die Sprechtrommel zur Löhnung. Das ist natürlich ein Freuden- und Feiertag. Wenn auch der gewöhnliche schwarze Pflanzungsarbeiter nach unseren Begriffen wenig Geld, je nach Arbeitsleistung ca. 8 bis 15 Reichsmark im Monat, bekommt, so hat er doch damit so viel, dass selbst bei seinem relativ guten Leben glatt die Hälfte von dem Geld sparen könnte. Er tut es aber nicht. Schon warten die Händler an der Straße und vor allem die Ehefrauen. Diese Mami rechnet sich schon aus, was sie heute alles von dem Lohn ihres Mannes kaufen wird. Die Faktoreien, meist zu den Pflanzungen gehörend, führen hauptsächlich deutsche Waren. Und so fließt das soeben ausgezahlte Geld wieder zurück. Das deutsche Gold, der Bernstein, ist seit langem ein begehrter Schmuck. Wohnhäuser der Arbeiter liegen auf dem Pflanzungsgelände und werden ärztlich überwacht und oft kontrolliert. Ernsthafte Krankheiten oder gar Seuchen kommen daher in den Arbeiterdörfern kaum vor. Entgegen der irrig verbreiteten Meinung haben die Schwarzen sehr wohl ein Sauberkeitsbedürfnis. Ein altes, bewährtes Hausmittel wird angewendet. Gebrauch zu schütteln. Thank you.
Er ist fertig angezogen. Dieser schwarze Kunstmaler war Boll bei einem durchreisenden deutschen Maler. Jetzt hat er sich selbstständig gemacht. Er greift aber nur zum Pinsel, wenn er dringend Geld braucht. Die Häuser der Deutschen sind an den schönsten und luftigsten Plätzen erbaut. Sie sind groß, kühl und bequem. Müssen es auch sein, wenn der durch Arbeit und Hitze erschlaffte Körper Erholung finden soll. Nach Feierabend finden sich die Nachbarn gern zu einem Plauderstündchen zusammen. Am 1. Mai aber, der nationale Feiertag, vereinigt in Kamerun alle Deutschen. Aus 100 Kilometer Entfernung herbeieilen, um diesen Tag gemeinsam mit dem deutschen Volke zu begehen.